So, herzlich willkommen bei Schwab auf Tour. Heute von Marco bei Schwabolo. Ich habe den umgetauft, den Privalo. Ihr wisst ja, wie das so ist. Ich muss mich immer ein bisschen anpassen. Da wir schon nicht eingeladen worden sind, muss ich sagen, wir kommen einfach vorbei. Wir laden uns selber einladen. Ich bin schließlich auch ein bisschen Promi. Das möchte ich eigentlich normalerweise. Dort, wo das Blitzlicht ist, zieht sich das einfach so an. Und da sind wir jetzt. Kurz vor dem Eingang. Wir arbeiten es, wir gehen rein. Wir verteilen heute den entscheidenden Preis, weil unsere Zuschauer haben auch gewählt und ich habe gewählt. Jetzt gehen wir rein und schauen, wie das schon aussieht, wo da die Möchtegern-Servalo-Promis sind. Ich habe meinen Bodyguard mitgenommen. Falls irgendeiner dumm tut, haut er einen Bud Spencer-mässig eins auf den Äpfel. So ist schön. Der rote Teppich ist natürlich ausgerollt, extra von uns. Haben wir gut gemacht vorher. So, stimmen wir da mal an. He? Wir haben die Schale vergessen, glaube ich. Haben Sie mich schon, kannst du auch die Einladung anschauen? Sicher. Wir müssen kontrollieren, ob die auch richtig sind, oder? Oh, das ist, ja, das ist gut. Das musst du auch zeigen, schon. Das ist auch. Ah, genau, ja. Die ist 58, stimmt das? Ist das richtig? Du musst dich mal schon aufbewahren. Gut. Jetzt haben wir schon mal Tickets zum Reinkommen, das ist gut. Merci. Jetzt gehen Sie. Ich glaube, wir gehen jetzt voraus, oder? Ja. Hey, ich brauche. Hey, schau, der George Clooney. Verreck. George Clooney. Der Dani Vorler kommt auch noch. Hey. Dani. Gleich ist ein bisschen am Dani Vorler, gell? Ich glaube, da kommt niemand. Ja, zu wenig zu tun. Ja, ich sehe schon, mein Bodyguard hat zu wenig zu tun. Nimm doch ein Skateboard. Ja, okay. Kann ich ein bisschen skaten. Das ist einfach so, oder? Jetzt sind wir am Privalo. Ich dachte gerade, der Promi-Auflauf vom Gröbsten. Da kommt, ich weiß auch nicht, wer da alles so ist in der Schweizer Szene. Kurt Felix mit der Paola. Dann Klibi und Caroline. Aber eben. Wieso lachst du schon wieder so, Mann? Du darfst nicht rütteln. Wir haben jetzt endlich jemanden gefunden. Servus. Ich laufe schon schnell mit. Wir müssen ein bisschen pressieren. He? Wieso? Mit wem pressieren wir? Ja, für den Eingang, oder? Sie warten schon alle. Haben sie gesagt? Ja. Sind wir da? Warten noch gar nicht. Alles gut. Wir sind auf der. Ich bin jetzt ein bisschen am Verteilen für Servalo-Promis. Ja, also ich habe jetzt ein Geschenk, ich habe jetzt ein Geschenk für dich. Ja, schau jetzt. Du bist kein Servalo-Promi. Du bist jemand, der etwas kann, oder? Ja, genau. Du hast einen Landjäger verdient. Oder? Das ist aber nett. Den habe ich frisch gekauft vorher. Ich finde, das ist dein Preis heute Abend von uns. Wir selber lassen, wer es möchte gehen. Und du kannst wirklich etwas. Und darum, ja. Gut. Weil du verhungern müsstest. Ja, wenn es da noch so kleine Ässli-Häppli gibt. Schönen Abend, hä? Nach 3 Stunden warten. Ohne Limousine ist Mia Egger endlich vorgefahren. Mia, du stehst da, du bist ein Traum von einer Frau, du bist ein Multitalent. Es ist unglaublich, was du alles kannst. Wenn ich schon mit der Aufzählung anfange, Fingernägel streichen, Schnürsenkel binden, Brusthaar, Rückenhaar entfernen, aufstehen, get up, stand up, Gerbsen, Nase bohren. Unglaublich, was du alles kannst. Du bist Multitalent. Du wirst jetzt von uns gepreist. Vom Freestyle und den Oscar rüber.